So Leute, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ja, und wir sind auf der Suche eigentlich nach der letzten Eichel für unseren kleinen Eichelchen-Freund. Ne, warte, ich war schon richtig hier. Ja, und ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch die irgendwo versteckt ist. Das würde ich nämlich dem Spiel noch zutrauen, auf irgendeinem Drecksblatt. Aber sieht irgendwie nicht so aus. Das ist jetzt doof. Also ich bin irgendwie schon dran vorbeigelaufen. Vielleicht dahinter dem Haus. Hinter dem Haus ist... ist etwas, was ich nicht... Danke. Nichts. Okay. La la la. Nein, 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 nein. Ich riskiere keine riskanten Sprünge mehr. Wow. Denn das ist mir ein bisschen zu riskant. Toll, oder? Das ist meine Logik. Aber irgendwie, ganz logisch. Okay. Wo soll die letzte Eiche von dem kleinen Sack sein? Stimmt, irgendwo da, wo ich sie niemals vermuten würde. Aber ich hoffe jetzt nicht hier in den Bienenstock drin oder so. Das wäre total lame. Ich gucke einfach mal nach. Gut. Ja, weil eine Eichel im Bienenstock, ich wundere mich schon, was der Wurm da gemacht hat. Aber naja, egal. Der Wurm, der kriecht halt gerne durch Honig. Jedenfalls diese Würmer hier scheinbar. Dim, 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 dim. Eichel, Eichel, Eichel. Stimmt hier irgendwo. Eichel. Oder auch nicht. Ups. Auf der anderen Seite. Ja, aber höchstwahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Nee. Schnell, pack die Stiefel aus. Ich meine, pack die Füße runter. Vielleicht im Mumbo drin? Im Mumbo-Schädel? Na, komm her. Nö. Okay. Dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr weiter hier zu suchen und gehe in den Winter, denke ich mal. Nur noch ein ganz kleiner Rundgang um den Baum herum. Die muss ja irgendwo wohl da oben bei dem in der Nähe sein. Ich meine, das waren die anderen Teile jetzt auch. Die anderen Nüsse von dem. Gut, die Würmer waren auch überall verstreut, aber egal. Wenn die schon alle so an einem Knubbel liegen, dann will ich, dass das auch so bleibt. Ja. Der neue Wille geschehe in diesem Spiel. Aha. Nö. Sieht alles nicht so aus, als wäre irgendwo noch eine Eichel versteckt. Guck nochmal hier. Ja, hier bin ich gerade runtergefallen. Okay. Das war's dann wohl. Ich gehe hier weg. Ja, ja, jetzt, wo ich es nicht schaffen will, ne? Da schaffe ich es natürlich. Und kaum fange ich an, wieder zu reden, falle ich wieder runter. Ach, komm. So. Ja, komm, lass mich los. Lass mich gehen. Das wollte ich nicht. Danke. Oh, tschüss Herbst. Tschüss Herbst. Was bin ich froh, dich los zu sein. Unglaublich. Auf in den Winter. Winter time, it's winter time, it's winter time. Oh, mit den Eisblöcken. Ja, das wird spaßig. Hallo Winter. Alles klar? Was geht? Ist ja auch wieder der Adler. Oh, die Nüsse sind verwelkt. Das freut mich doch. Haha. Okay, schauen wir uns doch mal hier um. Wieder mal außen lang. Da badam bam. Okay, das war ein Leben. Cool, ich muss irgendwie unter Wasser. Oder wie? Im Winter? Da friere ich mir doch einen Arsch ab. Vor allem, weil ich hier nicht nein, Walross verwandeln kann. Hilfe. Ist bis jetzt recht sympathisch hier, der Winter. Nee, das wollte ich nicht. Ach ja, diese Flugplatte. Ich erinnere mich. Fliegen wir doch mal. Oh, Nose! Ihr nicht schon wieder, oder? Bam! Tschüss. Boah, ich habe ja gar keinen Nerv. Im Winter können wir da vielleicht runter. Ich kill jetzt erstmal hier diese Schneemänner. Bams. Nein, och Mann.
Die habe ich ja überhaupt nicht vermisst seit dem Freezy Peak. Na gut, hier ist wieder eine Flugplatte, das ist gut. Hier ist alles eingefroren. Die Welt kommt mir irgendwie gerade so unglaublich ungefährlich vor. Vor allem, wisst ihr was, das Beste ist kein scheiß Vogel. Was ist denn jetzt los? Oh, im Urlaub, kommt im Frühling. Wieder. Fauler Sack. Der arbeitet nur im Frühling. Nee, nee, nee. Na gut. Dann musst du halt dran glauben. Bam. Okay. Und wohin jetzt? Wir fliegen noch ein bisschen und machen die Schneemänner kalt. Die Schneemänner kalt, Wortspiel. Ja. Die Welt ist so was von riesig. Dadurch, dass es hier so oft besuchbar ist. Oh. Bams. Genau. Und ich fliege erstmal prompt. Egal. Ich sag nichts. Ja, der Winter ist mir doch bis jetzt am sympathischsten hier in dieser Welt. Ich kann auch hier rumlaufen. Ah! Die, ich stört dringend ein Spiel zum Absturz. Eisblöcke. Und... Bam! Och, Mann! Warum passiert das gerade andauernd? Das ist mir in Freezy Peak auch nicht passiert. Okay. Fliegen wir noch einmal schön rund um. Yeah, ich will schneller voran. Scheinen aber die einzigen Schneemänner gewesen zu sein. Oder auch nicht. Von wo kam das denn jetzt? Irgendwo hinter mir. Hä? Nicht blind? Wahrscheinlich über mir. Was war das? War das die Rotilla-Platte? Ja, gut. Oh, Mann. Komm schon. Ich hab doch voll getroffen. Na also. Okay. Einmal bitte drehen. Das wollte ich nicht. Runter. Danke. Yay! Wir haben die Grundhillerplatte, das ist schon mal gut. Wo ist das? Das ist da oben. Okay, wie auch immer wir dann hinkommen, überlegen wir uns dann. Ich glaube, ich fliege noch ein bisschen rum. Mumbo, wo bist du? Ich möchte nochmal zu deinem Hause. Ach, ist das schön. Keine dummen Vögel, die einem auf die Nerven gehen. Keine Bienen um die Honigdinger rum. Nix dergleichen. Einfach alles schön vereist. Alle sind im Winterausflug. Es ist ruhig. Nur die hässlichen Schneemänner, die aber durchaus verkraftbar sind. Und es geht immer noch nicht hier rein. Ich habe echt... Ich würde echt gerne wissen, was es damit auf sich hat. Kann ich in das Wasser gehen, ohne zu erfrieren? Hallo, ich habe nicht getaucht. Okay, ich kann hier tauchen, aber meine Luft ist also schnell vorbei. Laut Grunty. Da gucke ich erstmal hier unten, ob noch irgendwas hier zu finden ist. Und da unten ist natürlich die Höhle noch. Guck mal ein bisschen weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Hier war das Leben. Also die Höhle und ein Leben ist hier unter Wasser. Und was mir im Winter direkt wieder gleich auffällt, hier gibt es kaum Noten. Die Notenzeit ist die Herbstzeit, definitiv. Das ist gut zu wissen. Okay, hier unten scheint echt nichts mehr zu sein. Ist auch mal nice. Uff. Dann fliegen wir halt nach oben. Wow, und wie wir nach oben fliegen. Mir wurde mal ein Tipp gegeben, wenn ich nach oben fliegen will. Ja, genau. Toller Tipp. Bringt ja mal richtig viel. Ich höre, glaube ich, nie wieder auf irgendwelche Tipps. Die meisten Tipps, die ich kriege, sind irgendwie scheiße. Entschuldigung, aber die letzten, die ich jetzt ausprobiert habe... Egal, dann fliege ich halt auf normalen Wege nach oben.
da Bock haben. Ja. Ich habe auch keinen Bock. Doch, ich habe Bock, und zwar nach oben zu fliegen, wie ein Vogel im Wind. Wir sind ein Vogel im Wind, wir sind Kazooie, mit einem Bär nur halt dabei. Kann auch mal vorkommen, der hier Bienenstock ist total zerstört. Dam da dam dam. Dam da dam da dam da dam da dam da dam da. Hm, es geht höher. Was ist das denn? Etwas Nutzloses scheinbar. Holy moly, was ist mit dir passiert, Kumpel? Komm mal her, lass dich mal begutachten, mein Kleiner. Egal, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ciao.